So this is on you alone. We realize you get to run around. Was? Das ist meine Sache, wo wir alleine was machen müssen? Wie ungewöhnlich. Ah, wir brauchen Cardio. Regel 1. Mhm. All clear. NTFS? Ne, mit Sicherheit nicht. Butter. Warum hatte Dex gerade eine Waffe im Arsch? Ich frag nochmal so. Das willst du nicht wissen. Lass mich. Ich weiß nicht, wo die Ende der Antwort könnte okay. mich verunsichern. Bin mir sicher, es sind nicht nur Teile davon. Andererseits, nein, eigentlich auch nicht. Dafür kenne ich ihn zu lange. Jetzt haben wir wieder dieses weiter, 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 klick, klick, klick. Ey, Story nicht jetzt, wir wollen mal. Wie dieser Sketch von Mr. Bean, wo er die ganze Zeit auf diese eine Klaviertaste hämmert. Ja, vor allem. Ah, jetzt darf ich woanders hin. Sehr gut. Das Lamm. Der Wolf. Auf der grünen Wiese. Hier rührt's. Okay, wo müssen wir lang? Hier da. Ja, eigentlich inzwischen The Suicide Squad gesehen. Also ja. Den zweiten. Ich habe ihn gesehen. Ich sehe ihn. Das mit dem Nagetier. Ja. Ich glaube, wenn ich darauf antworte, wird sich das verunsichern. Freunde? Nom nom. Nom nom. Nein, kein Nom nom. Aber Nom nom. Nom nom. Na toll, die Geschütztürme sind wieder da. Oh. Aber diesmal sind sie grün. Okay, sind ja, schießt weiter drauf, dann sind sie bestimmt grün. Ja. Da holt noch einer. Schon mal Taxi. Taxi, Taxi, du wurde Memphis. Aus der Welle. Ah, Wolle Memphis. Wolle Memphis. Oh, das ist dein alter Mausecode. Ich kann das. A, U, S, D, B, A, H. Aus der Bahn? Aus der Bahn! SKP. Ich wollte für SKP. Was erwartet, ne? Heute ist nicht das Ende aller Tage. Denn Satan macht Urlaub. Luzi ist ein Mädchenname. Hast du einen Pferdefuß? Ich glaube, ein rotes Gnu. Star Trek 5 oder 6? Also, hier, mit der mit dem Sabok, richtig? Waffen. Ich hatte auch eine Waffe. Jetzt ist der Aufzug auf einmal dreckig. Hat da jemand Waffeln? Und fährt da unten. Was ist denn hier los? Weiß ich nicht. Der Dreck fährt nach unten. Also ja. Und laut unbestätigten Berichten zufolge auch Muffins. Ja, das habe ich auch gehört, aber das kann nicht stimmen. Kann ich stimmen? Keine Ahnung. Genau wie jetzt. Das waren Fake News. Genau, ja, genau wie die gefüllten Champignon-Dinger. Die gab's auch nicht. Nee, die gab's auch nicht. Ja. Und es haben auch nicht drei Leute inzwischen bei Miyako auf dem Server meine Kaffeemaschine. Wir haben sie nicht. Nein. Ich auch nicht. Ich hab sie auch nicht. Das ist quasi ich hab nur schon mal draus getrunken. Abzug. Genau. Abzug, das können wir. Wieso trinkst du direkt aus der Kaffeemaschine? Hat Dex keine Tassen mehr oder was? Ich wollte die Tasse nicht dreckig machen. Achso, ja gut, das macht natürlich Sinn. Ich bin ein lieber Gast. Und ein guter du machst Snack. Nichts dreckig, du trinkst direkt aus der Kaffeemaschine. Er macht auch das Bad sauber, bevor er geht. Hm. Muffins? Aus der Maschine ist er am frischesten. Ja, das stimmt. Wenn du die Bohnen lutschen würdest, wär's noch schöner. Frischer. Oh, das ist ja ein Gegner. Stimmt. Also, das war einer. Jetzt, wo er es sagt. Ich will jetzt immer noch so einen leichten Grauschleier über allem. Ich muss das Bug. Feature. Oh, hier ist tatsächlich ein Gegner gewesen. Jetzt komm her. Also ich meine, einer hier ist einer. Also einer, der den Namen Gegner verdient, nicht der Siebener, den ich gerade gefunden hatte. Und der andere, den ich hier gesehen habe, das war ein 21er. Und gleich hier wieder alle.
Nimm mal den Krachner. Ja. Ich spiele immer noch mit der Minigun, also von daher. Ja, sollte ich bin ja auch bei dir satt. Ich sehe. Oh. Und ja, bei dem anderen, die sind wahrscheinlich wieder in die falsche Richtung gelaufen und seppen da rum. Da ist der Schatz, wir waren Gegner, also wir haben Gegner vernichtet. No. Was liegt denn hier noch rum? Eine P1-Beschützer. Wow, das nenne ich mal Kettenreaktion. Du hast eine Kette gezückt und sie hat reagiert. Level 9, auch wie süß. 10! Ich meine, fast so viel Schaden wie die Autos. Du meinst, es sind Level-Auto? Kam einer von oben gefallen. Entschuldigung. Hallala. Oh, U-Bahn. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Warum nehmt ihr die U-Bahn? Für das Achievement. Fürs Achievement. Achso. Tassengeschirr, Kopf unter die Maschine und gut frisch von der Quelle. Ja. Das Beste ist, ich glaube, wir fahren. Was hat der da vorne eigentlich in der Hand? Das geht dich gar nichts ein. Der Maldetonator, genau. Die Livinov Cap Company. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier sicher. Ach, das ist sogar der richtige Ort. Ja, das stand da auf der Karte. Da war so ein Quest-Icon auf deinem Ding, was du ausgewählt hast. Und hätte drauf achten müssen, oder? Oh, der Ex. Ja. Golis schreibt, überhaupt keine Muffins. Sind das Muffins, dann die Fake-Muffins, die es gerade am Essen ist? Ja, ja. Welche Muffins? Das ist auch keine Muffins. Das ist ja für Viecher. Also, ist ja tot, aber. Ich glaube, die sind Level 3. Wow! Oh nein, hier ist ein Level 11. Situation. Achtung, gleich kommt noch einer von oben. Warum? Ganz einfach, weil ich in die Luft gesprengt habe. Einleuchtend. Simpel, aber einleuchtend. Also, ich finde, die sollten hier mal den Korken wieder in die. Ja. Nein, den Stöpsel rausziehen, so rum. Den Korken in die Flasche stecken. Fump. Schön, dass wir uns alle drei gleich angezogen haben. Mhm. Also, und Becky, der Außenseiter. Der Hand haben. Kinderwaffe, ach, die andere meinst du? Ja, nein, dafür sehe ich immer noch cool aus. Ich gedacht, wenn ihr quasi in der Karte gewesen wärt, nach der Überfahrt. Ich auch. Kann es sein, dass diese Mission euch quasi zum Anfang schickt? Ich kann mich an Gegner erinnern, die schlecht gemachtes Wasser in Steam. Ja, genau. Hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mit Öfteren. Überraschung, Motherfucker! Ich hab so ein Ding, das macht wup, wup. Na dann. Ich mag wup, wup. Jetzt. Man kann da irgendwie nicht rein. Und da steht, dass wir da hin müssen. Ja. Nein. Schreib mich jetzt erstmal selber. Ja, und mich gleich mit, danke. Dass mich im Rollen betäubt. Oh, was bist denn du? Nichts Gefährliches, okay. Es ist betäubt. Ja, nicht nur es. Oh, SSM-Anfrage. SSM-Anfrage.
Wer schickt denn heute noch SMM? SSM. Entschuldigung, wer schickt denn heute noch SSM? Das sind Short Short Messages. Super Short. Ja. Oder Short, was auch immer Messages. Short Special Messages. Genau, Special. Special. Ich kann den nicht betäuben. Ja, wir müssen ja noch da hinten mit irgendjemandem reden, glaube ich. Oh, das Hacker-Kollektiv. Mhm. Ektoplanet. Der da. Mhm. Der sieht so aus wie so ein typischer Hacker. Mhm, so stelle ich mir die vor. Und er hat sehr gesundes Zahnfleisch. Ja. Naja, sieht ja auch schon aus wie ein Wirestark. Ja. Ja. Baby Shark. Baby Shark Shark. Und? Hat er eine Valve? Ja. Eine Index? Ja. Ja, sieht man doch. Ja. You have now been blacklisted. My people will flatline you on site. Have a good day. Wow. I've never seen Hung angry before. Definitely made this whole gig worth it. Probably should. Ich mag sein Lächeln. Anyway, I can hack the quantum field from here. In fact, it's already done. Another favor you owe me. By the way, aber er sollte nicht Arm Day skippen. Ja. Aber du solltest ja den Lex sehen. Und er sollte eigentlich nicht ganz so oft auf die Sonnenbank. Und er ist irgendwie noch in den 90ern. Weil er ist blau. Achso, ich dachte wegen der Schulterpolster. Nee. Die ist Blut, aber die. Genau. He has a girlfriend, and she is so blue. Okay, den Cockney. Ja, das war der schöne 90er-Reggae. Ja, deswegen bin ich rausgegangen. Büchsenmacher, komm, Büxi. Was haben wir denn Schönes? Waffenskin. Grün. Ja. Genau, Waffenskins. Genau das, was mich jetzt noch interessiert. Aber du könntest hier doch noch einen Pocket Mac holen. Pocket Mac? Ja. Hier, der hat Pocket Mac. Wer? Als Granate. Ja. Ja, ich glaube nicht. Der ist Cyber-Vendor. Was? Muffelskins? Nicht so weit, nicht so weit. Ja, hier, hier. Macht der da. Cyber-Vendor. Muffinskins, ja, warum nicht? Ich hätte gerne downloadable Muffins. Ich hab doch schon Taschenmesser. Warum benutze ich den? Dann nutzen doch mal. Nutz doch mal deinen Taschenmech. Ausrüstung. Taktisch. Mach ich. Was für Taschen? Was für ein Taschenmech ist es denn? Light, Medium, Heavy, Assault, AL7D? Grille. Zirpende Grille. So wie ich Dex kenne, ist es wahrscheinlich ein Firestarter. Mystic. Na, ein Firestarter. Ein Firestarter ist nicht schlecht, denk dran. Mystic, ja. Firestarter ist das. Daichi. Es ist einfach ein Daichi. Ah, stimmt. Die fehlen mir noch. King Cobra. Schönes Teil. Ultra AK-20. Zweimal. Und die andere Seite auch. Was? Brauchst du nicht. Ich will jetzt irgendwo hin. Was seid ihr denn? Hier. Beim Ausgang. Wenn ihr fertig seid, sagt einfach Bescheid, dann gehen wir raus. Bis dann. Wir sind draußen. Hat nicht so gut funktioniert.
Wir sind draußen. Ja, schön. Ich stecke irgendwie fest. Der Otto ist auch draußen. Komm, Dex, wir gehen. Komm mir nicht weg. Dex, wir gehen. Ich steck fest. Nimm ihn raus und komm rum. Oh. Was machst denn du da unten? Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Du musst in die andere Richtung. Ich komm nicht weg. Hat er dich gestunt? Nee, hat er sich nicht. Er hat sich nur festgeglitscht. Du jetzt auch? Nee. Nö, ich komm da raus. Wie denn? Warte. Ich spring. Ich warte hier bis zur nächsten Zwischensequenz. Wow, es glitscht mich ja da weg. Ja, das hoffen wir mal. Alternativ musst du halt disconnecten und wieder reconnecten. Ja, ah, ich komm mit mir. Jetzt komm ich wieder weg. Was ist das für eine Scheiße? Ich musste einfach kurz warten. Erst kommt er nicht hin, beschwert er sich. Dann kommt er da hin und dann beschwert er sich. Genau, Gutes. Wir gehen. Apropos, wir gehen. Da fehlt noch wer. Ja, ich wäre gerne früher da gewesen, aber jemand hat mich noch mal kurz gestunt. Ich nenne keine Namen. Dix. Wieso solltest du Dix keine Namen nennen? Verstehe ich nicht. Tja, wenn ihr nicht auf mich wartet, sorge ich dafür, dass ihr auf mich wartet. Ich warte nie wieder auf dich. Doch, pass auf, zeige ich dir kurz. Ja, dafür musst du mich erst mal einholen. Hallo, da kommt Groß. Ja, Level 11. Geh aufs Klo. Bei dem alten Mann. Oh. Level 11. Ja. Groß. Was ist das da? Zuckt so komisch, wenn man es betäubt. Ich hab's wegbetäubt. Wegbetäubt. Ja. Auch ein Taser tut weh, wenn man 30 Mal drauf schießt. Der tut auch beim ersten Mal schon weh. Ja. Hinter mir ist eine Diskothek. Ich spüre eindeutig aggressive Tendenzen. Nein, dann würde er den Modus nicht auf Betäuben stellen. Ich will gar nicht wissen, wie die Waffe wäre, wenn ich töten würde. Nicht betäubend. Ups. Da hast du definitiv was zu Tode getäubt. Oh, guck mal an. 24er Gegner. Das ist ein Hacksaw, glaube ich. Der ist, glaube ich, gerade gestorben. Oh, okay. Du betäubst sie sogar mit Rückstoß. Ja, eben. Ich bin mit. Da. Ich bin schon wieder betäubt. Hey, jemand während dem Kampf Chips? Ich frag nur. Was? Hier ist keine Chips. Irgendwas, lass das bei mir, das klingt, als würde jeden im Geballer jemand doch eine Tüte Chips packen. Nee, das ist ein Knochen. Danke, ich brauche kein Schild. Ich kenne das Geräusch, ich höre es jeden Abend von Kids.